Okay, ich versuche das hier mit zusammenzuhalten, ja. Das Whopper. Mit dieser einen, also es ist halt ähnlich. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, ja. Im Herbst raus. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge der YouTuber-WG. Hi! Das war jetzt deine Anmoderation. Willst du noch sagen, was wir jetzt gerade hier machen? Mit diesem Rausch. Okay. Also, was eure Nummer 1? Nein. Ihr könnt ja im Titel nachlesen, um was es geht. Wir wollten da mal. Patreon-Spende erfahren schon mal, dass es hier zum Spiele geht. Genau. So, also, weil wir ja ganz toll viel mit Spielen machen und auch dieses Jahr ganz viel kommen wird mit neuen Spielen, die rauskommen, habe ich mir gedacht, wir können auch mal ein Spezialfeedback zum Thema Videospiele machen und was so unsere Lieblinge sind. Bekannte Gesichter sind hier ja vorhanden. Fertig. So. Also ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr rauskommt, das werde ich jetzt erfahren. Ah, okay. Außer Zelda Breath of the Wind. Stimmt. Nein, es geht nicht um dieses Jahr erscheinende Spiele, sondern allgemein, was so unsere Lieblingsspiele sind. Ach so. Was sich da teilweise auch schon in Videos bestimmt wieder gespielt hat. Okay. Jetzt wolltest du einen Gag machen? Komm, mach deinen Gag. Ich dachte, es geht um Spiele, die dieses Jahr rauskommen. Welche davon potenziell sind meine Lieblingsspiele? Nee, welche schon meine Lieblingsspiele davon sind. Ah, okay. Und welches? Alles überholt. Keine Ahnung. Was kommt dieses Jahr raus? Ah, hier Zelda, Breath of the Wind. Ihr seht, ich habe nur die Elite in Sachen Spielejournalismus hier antanzen lassen. Ich habe es darum gesagt, dass ich das gesamte Jahr 2016 nicht ein Spiel gespielt habe. Ja, er ist die Retro-Partei, er muss halt auch mal vertreten sein. So. Retro heißt, dass man spielt. Also, wir haben keine fixen Top-10-Listen, wir haben uns trotzdem alle so kleine Notizen gemacht. Ja, die Top-10 meiner Lieblingsdritten Level. Fängt man jetzt mit den Honorable Mentions an, oder? Ja, sag mal Honorable Mentions. Honorable Mentions. Fällt mir dazu was alle ein. Durch. Alle durch. Worum geht's in Honorable Mentions? Einfach alle durch. Enslaved, weil Andy Serkis und richtig nices Kampfsystem mit diesem Stick-Ding. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Ich habe es gespielt. Es hat diesen geilen Stab und man kann da wirklich die Unlocks. Ich hatte es durchgespielt und das Geile ist, glaube ich, da halt, wenn man es durchgespielt hat, du kannst, wenn du von Anfang an wieder anfängst. Hast du deine Unlocks immer noch oder so und du kannst dich immer noch weiter hochleveln und das ist halt Fun und die Sachen sind alle Fun und du kannst das in verschiedene Richtungen und so. Deswegen hat Spaß gemacht. Ist aber schon eine Weile her und die Story war irgendwie weird. Ich kann direkt einhaken, weil du es nämlich lobend erwähnt hast. Ich finde das grundsätzlich geil, wenn du ein Spiel durchspielst, verschaltest du irgendwas frei. Kannst das ins neue Spiel übernehmen und noch mehr freischalten oder so. Oder überhaupt, dass du halt belohnt wirst für einige Sachen. Kommen wir später noch zu, aber GTA zum Beispiel hat das eine Zeit lang richtig gut gemacht, dass du halt 100 Päckchen sammelst, alle 10 Päckchen kriegst du irgendein geiles, eine Waffe in dein Versteck oder so. In GTA 4 dann zum Beispiel schießt du 200 Tauben ab und kriegst halt so gefühlt gar nichts dafür. Erst bei 200 kriegst du eine Medaille oder Trophäe oder irgendeinen Scheiß. Ja, das ist halt auch, das macht halt auch keinen Spaß. Es bringt dir da nichts, aber also, wenn du alle 10 Ratten, Flugratten oder wie hießen, wenn du da alle 10 eine Belohnung kriegst, wäre es halt schon wieder richtig geil. Ja. Da hast du Bock drauf. Und bei Assassin's Creed oder sowas, wo du halt irgendwie 100. Da gibt es da was, wenn man die einsammelt. Ich habe die nie eingesammelt. Ja, ich glaube, da gibt es dann irgendwie eigene Zwischensequenzen. Oder keine Ahnung, ich kann es nicht. Ich würde lügen, wenn ich sage, weil ich weiß, weil nee, das ist echt zu doof, sowas. Da wird geknistert. Das ist im Ton bestimmt. Der Tonmann freut sich. Die Live-Regie. Die Live-Regie. Sind wir noch drauf? Ist wieder an, ja. Weil du hast da 1000 Meter nach rechts Platz. Warum? Weil ich mich irgendwie anbinde. Way! Weil hier dieses Way. Ja, aber sonst ist er nicht im Bild. Guck da. Da ist es. Aber darf ich mich nicht an? Es geht doch jetzt auch um Spiele. Du trinkst doch eh gerade. Du betrinkst dich doch gerade eh. Jetzt trink mehr. Genau. Einfach Fun. Einfach Fun. Auch wenn es super glitchy ist. Glitchy, sagt man das so? Glitchig. Ich fand die Story auch geil und. Ja, eigentlich schon, ja. Dieses Gefühl von Roadtrip. Ja. Halt auch geil. Und ich fand auch die zwei Hauptcharaktere halt richtig nice. Mhm. Uns hatte halt richtig gute Setpieces, aber es war wirklich so, es haben bei mir teilweise halt, ich bin in so Areale gekommen und es haben einfach die Gegner nicht geladen, die man besiegen muss, um weiterzukommen. Okay. Also hast einfach, die haben einfach, waren nicht da und deswegen ich bin ewig rumgerannt, bis ich gerafft habe, dass ich das Spiel halt neu laden musste, weil es ist halt kein offensichtlicher Glitch so. Sondern es war halt einfach nur so, es ging nicht weiter. Das ist ja dann buggy, das ist kein Glitch. Ja, das ist schon Bugs halt. Ja. Richtig krass. Nicht glitchy. Deswegen Limbo, weil nicer Artstyle. Und Limbo haben wir mal gemeinsam gespielt. Ja? Artstyle darf man nicht mehr sagen. Nee, die darf man nicht mehr so nennen. Die wollen jetzt
Farbige genannt werden. Was? Farbige wollen die jetzt genannt werden. Richtig gute Farbige. Was? Was? Limo, du hast, er hat gerade so ein komisches Wort gesagt, das sagt man nicht. Das ist, das ist rassistisch. Das ist auch ein Witz-Style. Limbo ist rassistisch. Das war der Witz. Ja, ich verstehe es. Limbo klingt so ähnlich wie Bimbo. Achso. Das war der Witz. Jetzt habe ich den Witz erklärt. Schneiden wir raus. Okay, alles klar. Das kann man nicht bringen, dass PC, nicht PC ist. Oh Gott, ey. Ja, aber... Also, ich finde den Nigger von dem Spiel richtig gut. Das hast du jetzt gesagt. Das ist durchaus stimmt. Nein, okay. iDubbbz hat da neulich ein gutes Video zu gemacht. Okay, auf jeden Fall, ja. Super gute Stimmung. Also es ist natürlich ein richtiges Stimmungsspiel. Was ich sagen wollte, die Atmosphäre. Ja. Minimalistisch und richtig gut. Und ich mag halt auch, also es gab die größte Kritik, die ist, dass es dann halt irgendwie diese Atmosphäre verliert in der zweiten Hälfte und nur noch Rätselspiel wird. Ja, Atmosphäre ist ja schon sehr wichtig. Ich liebe Rätselspiele. Genau. Ja. Und es ist nicht zu krass. Es ist nicht ein Rätselspiel um den Willen eines Rätselspiels, sondern ich finde, das Rätseln ist nicht so, dass du ewig dran sitzt und ewig überlegen musst, wie ich jetzt rätsel. Man schafft die schon nach ein paar Minuten. Ja. Das ist jetzt so lustig. Ich fand die zweite Hälfte. Dumm, natürlich nur zusammengespielt. Ich fand die zweite Hälfte nicht so gut, weil da die Bombe schon gepflückt war. Sollen die das Video ernst nehmen, die das gucken? Die schalten doch alle. Hallo! Ey, wenn ihr seriösen Spielejournalismus wollt, dann schaltet nicht bei Giga ein. Ja, stimmt. Also, außerdem, nein. Haben wir jetzt also, gerade schon. Wir sind halt nicht die Profis. Wir geben hier den Entertainment-Faktor. Und darum geht's bei Spielen. Und die Persönlichkeit, weil das ist jetzt, so ist jetzt halt nicht eher so. Das ist jetzt eher Gamepunk in der YouTuber-WG. Ja. Das ist oh fuck, da habe ich gerade Friedrich-Belli gemacht. Gamepunk wird weitergeführt. Das ist hier keine Gesprächskultur. Limbo ist ein gutes Spiel, ich stimme zu. Nee, apropos. Du bist vor dem Balken. Rätsel und Atmosphäre. The Swapper fällt auch in dieselbe Kategorie. Das habe ich nicht gespielt. Das ist richtig, das erzeugt halt so eine richtig krass bedrückende Atmosphäre und dieser, Artstyle. Nächstes Spiel. The Swapper heißt Doppel-Whopper. Also, wenn man so ein 1000-Zuschauer-Publikum hat, sind so Insider zwischen drei Leuten oder so immer richtig gut. Ja, das ist gut. Ich steck da nicht drin. Guck bitte das Therapie, wenn keine Ahnung, 7 oder so. Okay. Ja, ich stimme zu. Gesehen habe ich das ja auch. Ja. Fand und das ist halt, aber da sind die Rätsel teilweise richtig, richtig hart knackig. Und auch so. Können wir kurz was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wenn man einen Lachkrampf hat, also ich google das jetzt. Ich fand das Wort knackig, aber gerade lustig. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir lernen hier noch medizinische Sachen. Und, ihr müsst halt auch wissen, wir sind ja auf unserem Asbestdach. Oh yeah. Was passiert denn? Okay, ich versuche das hier mit zusammenzuhalten, ja. Das Warper. Mit dieser einen, also es ist halt was geht denn hier? Die denken, wir haben hier richtig hart durchgeblazed. Was ist denn los, Alter? Also, ohne Spaß. Was geht, Alter? Was geht denn hier ab? Was ist denn los? Also, ich fand das Warper. Seht ihr das? Das können wir dann nirgends hochladen, Alter. Du musst das nicht schneiden, Mann. Ich ist nicht. Swapper ist jetzt durch. Swapper ist durch. Ohne Spaß. Hast du jetzt noch eine Menschen? Ich habe noch Rätselspaß Quantum Conundrum auf der Liste. Weil der Name ist so beschissen, dass ich glaube, niemand kennt dieses Spiel. Doch, klar, das ist doch cool. Das ist cool. Mit den Dimensionen und so. Ja, richtig. Aber da erkenne ich ein Muster bei dir, so Rätselspaß. Ja, das aber das wird sich auch noch variieren, aber deswegen sind das ja auch die anderen. Ja, lass mal wieder machen. Sonst muss ich so weit vorne sitzen. So, waren das deine Menschens? Das waren jetzt die Menschens. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal mein unterstes. Da habe ich Fallout New Vegas, aber da kann prinzipiell, ich achte immer drauf, dass ich nur eins pro Reihe sage, so. Aber ja, New Vegas ist das, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe und für mich war das damals so geil, dass dann endlich Kimmel und Bonschießen dabei war. Ganz wichtiges Ding. Bei Fallout 3 gab es das noch nicht, deswegen kann ich dieses Spiel heute nicht mehr spielen. Fallout irgendjemand? Leider nicht. Nicht so ganz. Also ich habe ein paar Mal zugeschaut, aber gespielt nicht. Ich habe mich bei New Vegas wirklich an dieser, also gerade bei der PlayStation-Version, wirklich an diesem braunen
Art-Style ein bisschen. Ich finde das doof, das Apokalypse so traurig zu tun. Ja, es war mir zu. Also, und gerade auf der PlayStation. Also, weiß ich nicht. Also, na gut, das, die sehen halt einfach nicht so gut aus. Die Spiele. Magst du mal gleich weiter oder? Darf ich da was sagen? Ganz oberflächlich. Also, was auch für mich noch. Ich weiß nicht, ob es eine Honorable Mention ist oder ob ich. Also, ich würde schon sagen, es war damals auf jeden Fall mein Lieblingsspiel von denselben Entwicklern. Und zwar, also auch von Ubisoft. Oder? Nee, nein, das ist Bethesda. Ja, Bethesda, sorry. Oh, mein Fehler. Ich bin so nervös. Oblivion? The Elder Scrolls Online? Nee. Nicht online. Oh ja, Gott, aber das habe ich auch gespielt. Ja, das spiele ich gerade. Er zockt gerade online. Und genau, The Elder Scrolls Online, das ist ja von ZeniMax. Aber Oblivion fand ich halt richtig geil. Da habe ich auch richtig viel drin gespielt. Ich fand, keine Ahnung, das hat halt so einen richtigen Abenteueraspekt. Also du konntest halt irgendwie einfach durch die Wildnis laufen und halt irgendwas erleben. Es ist halt irgendwas passiert. Oder halt diese ganzen Begleiter, mit denen du halt auch wirklich Abenteuer erlebt hast, das fand ich halt cool. Oder du kommst halt in irgendeine Stadt und dann ist halt der Oberfürst ist halt ein Vampirlord und dann schleichst du da rum und musst in dein Überleben fürchten, also dich töten wollen, weil du es rausgefunden hast und sowas. Ich fand das mega cool. Das habe ich mit Moritz mal gespielt, wir haben nebenher telefoniert. So. Kein Internet. Habe ich auch gespielt. Ich sage dir aber, spiel's heute nochmal, weil ich glaube, du klarifizierst das. Klar, ich habe mir das nochmal angeguckt, das sieht absolut scheiße aus. Ja, also auch das Gameplay an sich, also es ist nicht so voll, wie du denkst. Es ist, also wie man, ich habe das ja auch so empfunden damals und dann jetzt seit kurzem mal wieder reingeguckt. Aber ich fand halt auch die Gilden halt ziemlich cool. Die Gilden, ja. Also es gab ein, zwei richtig geile Nebenmissionen, so die Bruderschaft. Also ich sag mal, es hat halt so ein bisschen diesen Schwachsinnfaktor. So, also keine Ahnung, zum Beispiel, es gibt diesen Typen, den du dir irgendwie als Begleiter holen kannst, aber der rennt halt immer weg, wenn er dir helfen soll. Und ich habe ihn halt dann halt immer ein bisschen gequält, weil er halt irgendwann wiederkommt und habe ihn halt von dem höchsten Berg runter geboxt oder sowas. Keine Ahnung. Und ich fand das halt immer mega witzig. Und die Dungeons waren halt riesig. Also ich weiß noch so, ich bin immer da rein mit so zwei Begleitern und ich hatte halt mega Schiss, ich war halt 12 oder so, 13. Keine Ahnung. Und hab dann, meine Begleiter sind halt immer übelst losgestürmt und ich bin um die Ecke geschniegt. Ja, ich weiß. Ich mag die Reihe auch. Schnieke. Aber ich mag's, ja, ich mag die Reihe generell. Also ich spiele gerade das Elder Scrolls Online. Finde ich auch ziemlich cool. Ist halt ein MMO, aber. So, Resident Evil 4. Nicht gespielt? Nee. Gar keine. Gleich raus. Alter. Okay, dann breche ich es ganz kurz runter. Es ist halt einfach nur ein richtig geiler Third-Person-Shooter. Finde sie ja generell auch, bis auf du jetzt vielleicht schon ganz gut so. Und das beste Feature in diesem Spiel war, du hast nicht dein Inventar, sondern du hast wirklich einen Koffer als Inventar. Ja, genau, wo man das und hast deine Waffen so, also du hast quasi so 20 Felder und so ein Scharfschützengewehr sind so 5 längs. Und dann musst du das so reinbasteln. So eine kleine Sache. Generell die Mechanics. Seine Ficker, Alter. Das ist jetzt weg. Welche Mechanics? Mechaniker oder was? Mechanics. Oh Mann, das ist blöd. Der seriöse Spielekritiker ist das hier, oder was? Ja, mit Klebestreifen. Ey! Ja, auch, Nee, aber von dem, was ich mitbekommen habe. Das Storytelling von Resident Evil lässt aber zu wünschen übrig. Und die Begleitmission mit Ashley, der Tochter des Präsidenten. Oh ja, das ist das mit diesem richtig beschissenen KI-Ding. Ja, aber der kann man nur drauf gucken, wenn man es günstig macht. Und ich habe nur von den Resident Evil 4, das was ich mitgekriegt habe, dass halt die zumindest, weil in den modernen Horrorspielen, die sind ja alle immer so ein bisschen Und ich meine, das ist ja auch schon eher Action als die ersten Teile, aber trotzdem ist es halt, hat es halt diese cleveren Sachen wie mit dem Inventar das. Oder halt. Spagat hat es. Ja, oder halt das, dass man halt sich nicht bewegen kann, wenn man schießt halt. Ja. Das finde ich halt interessant. Aber das hat ja das. Nee, warte mal, das ist neu. Resident Evil 7 jetzt. Doch, doch. Das ist jetzt rausgekommen. Ach so, das habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, aber da ist es ja jetzt auch so, dass es da tatsächlich auch so ist, dass das wieder halt, dass die Feinde, also dass man eher versucht, dem auf den Weg zu gehen. Das soll sich ja schon hart von der Reihe distanzieren. Ja, aber auch gleichzeitig irgendwie die Wurzeln wieder aufgreifen. Zurück, habe ich gehört. Okay. So, ich erhole das. Welches Spiel pumpt dir denn Blut in den Penis? Also, ich habe ja bereits erwähnt, dass ich in den letzten Jahren mit Spielen eigentlich mich komplett zurückgefahren habe. Ja, ich auch. Das werde ich. Aber du hast ja schon mal Videospiele gespielt. Wir haben zusammen Beyond Two Souls gespielt. Beyond Two Souls haben wir zusammen gespielt. Und Sam. Carla. Ja, du bist eingeschlafen. Das will ich jetzt gar nicht einfach so blocken.
Ja, da gab es ja diese eine sehr sentimentale Szene, wo... Nein, Quatsch. Jeder weint, oder wie? Ich weiß jeder weint. Heute nicht, welche das sein soll. Ja, ich habe geweint. Echt? Zweimal, hast du gesagt. Zweimal. Ja, aber im zweiten Durchspielen nur einmal. Wenn wir gerade bei sind, hast du bei einem Spiel mal geweint? Ich habe da nicht geweint. Ich habe bei zwei Spielen geweint in meinem Leben. Also das ist leider sehr lange her. Ich hatte das würde heute noch funktionieren. Also ich hatte so dieses Gefühl, dass man weinen muss. Genau. Aber genau. Ich du hast es empfunden, aber hast du gedacht, naja, nee, ich gespürt, die Ebene lasse ich mich nicht. Ich habe gespürt, wenn ich jetzt vielleicht ein etwas mehr emotionaler Mensch wäre, würde ich jetzt weinen. Also dieses, das ist jetzt traurig und das macht mich jetzt auch traurig, aber ich war da. Bei welchen zwei Spielen hast du geweint? Die kommen noch in der Liste, also, aber es sind die Enden von... Final Fantasy 10, da war ich aber noch sehr jung, und Metal Gear Solid 3. Du bist so ein Lehrer, ne? Ja. Die immer so abzählen. Ja, erstens, ich mach's grad falsch. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber der Balken. Ich meine die Lehrer, die immer so, erstens, zweitens, und dann stehen die so da. Das und dann lachen immer alle Schüler. Bingo. Hm. Also ich sag mal, es gibt so Szenen, wo man vielleicht so ein Kloß im Hals hat. Okay. Ja, aber nicht, wo man rein. Also. Darf ich sagen, die Szene in Beyond? Ja. Oder das ist Spoiler. Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall auch eine gab. Es geht in 5 Sekunden weiter, da wo man seine Mutter umbringen muss. Okay, Spoiler vorbei. Nee, warte mal, reden wir jetzt einfach nicht drüber, hast du einfach nur gesagt. Okay. Schön. Nee, das stimmt, überhaupt nicht schön. Das ist eigentlich richtig scheiße. Ja. Doch, da also das haben auch. Sie wirklich, das hat. Aber man befreit sie ja davon, so einem von. Ja, aber dadurch, dass man sie umbringt. Ich halt. Aber auch kein Spoiler. Also wenn ich jetzt meine Mutter zum ersten Mal treffe, ich feststelle, dass sie nicht mit mir reden kann, dann sie doch kurz mit mir redet, ich sie aber umbringen muss, weil ihr Leben so scheiße ist, ist das nichts Schönes, finde ich. Das stimmt. Ja, ist nicht so gut, ne? Spoiler zu Ende. So, du hast noch eine Stelle oder ein Spiel. Wo ich geweint habe. Oder traurig machst. Wo ich traurig mache. Mal wütend vor die Wand. Ich muss mal kurz gucken. Ach, wütend habe ich ganz viel, aber das habe ich das ja, hab ich also nee, so emotional bewusst nicht mit auf die Liste genommen. Aber ich habe wirklich relativ lange auch mal Call of Duty gekriegt. Da war ich jung. Da muss man sich ja jetzt rechtfertigen für, weil die Serie. Und da habe ich tatsächlich mal von meinem Knüppel, also ich habe von meinem Controller den Knüppel rausgerissen. Weil Pizza an der am Controller war. Ach, das ist jetzt ein Insider. Das natürlich. Nee, aber... Er hat mal mit seinen Pizzafingern meinen Controller angefasst und ich habe mich richtig aufgeregt und das hält er mir heute so. Das macht man ja auch nicht. Ich will sagen, ich habe mich weniger bei Zombie-Spielen erschreckt als bei Minecraft über Creeper. Das stimmt. Da habe ich immer voll auf die Escape-Taste gehämmert und auf Friedvoll-Mode gestellt. Also, ich weiß, dass du Minecraft gespielt hast, Henrik, hast du Minecraft gespielt? Ja, wir haben auch mal zusammen was gebaut. Und ich weiß bei dir, dass du nicht gespielt hast. Aber ich hatte auch auf jeden Fall Minecraft-Zeit. Das fühlt sich gerade ein bisschen wie Prinzip-Hate an. Ja, es schwingt gerade was mit Dingen. Nein, das ist kein Hate. Nein, weißt du, wo der Unterschied ist? Robin ist ein paar Jahre älter als wir. Er war nie 14 oder ja, was? Nein, er war nicht 14, als Minecraft rauskam. Sicher? Ja. Kann ich bestätigen. Weil ich war nämlich genau in diesem Alter, wo ich so voll Bock hatte auf dieses, oh cool, ich baue hier was und oh lustig, ich habe mich in die Erde eingebuddelt, aber ich oh, find, das ja, ist Löhne. Ich finde Minecraft ist nicht nur das, also ich finde, das ist nicht ja, nur das war aber, Lego-Prinzip. Also, ich habe es in der Alpha gespielt, da wo die Bäume, die Kronen und ja, so. Ja, ich verstanden sie auch in der Beta, also das war glaube ich Beta. Ja, ich habe es halt noch für 10 Euro oder so. 5 also, Euro gekauft, keine Ahnung. Das hat bei mir auf jeden Fall nichts mit Grafik oder sonst was zu tun. Ich habe halt grundsätzlich immer weniger Bock auf so Endlos-Spiele, auch halt online. Auch sowas wie halt Call of Duty online zocken, gibt mir nicht so viel. Das Einzige, was ich aktiv ab und zu mache, ist Magic Duels. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist Skate online spielen, aber sonst habe ich halt nichts. Und das hat dich ja damals gefressen. Das hat mich gefressen, richtig. Ziemlich sehr. Und seitdem gar nicht so. Ja. Aber ich habe eigentlich grundsätzlich auch keinen Bock drauf, weil es hat halt in dem Sinne kein Ziel. Aber ich hätte auch da habe ich lieber eine Story, die ich von A nach B durchspiele. Ich hätte auch noch eine Honorable Mention, die da vielleicht reinpasst. Was? KOTOR. KOTOR? Nicht? Hast du sowas gespielt? Knights of the Old Republic? Nee, das war das andere. Nee. Also Herr der Ringe gespielt. Genau, ich habe ziemlich lange der Herr der Ringe online gespielt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Ich habe gehört, es soll besser geworden sein, aber es gab da so eine Zeit, wo es echt irgendwie, keine Ahnung, so auch Richtung Pay to Win ging und es war irgendwie halt nur Content des Geldes willen. Wobei du halt eigentlich ja mit der Herr der Ringe so, ich würde mal sagen, schlicht und ergreifend das beste Fantasy, also so die beste Vorlage hast, um was mitzumachen, eigentlich. Na, das habe ich lange gespielt, da hatte ich auch auf jeden Fall sehr viel Spaß drin, aber ist natürlich MMO, ist immer ein. Nein, ich wollte noch was zu. Mal kurz zu Minecraft zu kommen, nur ganz kurz, weil ich fand, wir haben das auch in der Beta gespielt, halt wirklich ziemlich früh.
wo eigentlich das halt auch noch, also weil, wo es eigentlich noch wirklich nicht viele Features hatte. Bis auf halt, dass es halt nachts halt dann die Zombies gab und sowas und tagsüber. Und ich fand einfach fernab von diesem genialen Prinzip, dass man halt die Sachen abbauen und craften und dann Sachen bauen kann, hat es einfach so eine Grundstimmung. Also es saugt einem halt wirklich in so eine Grundstimmung rein und das ist so. Ich komme irgendwie nicht zu Wort, glaube ich. Ich glaube, es liegt an mir. Nee, sorry. Ja, aber es ist aber wirklich. Wir haben ja vorher Party gemacht und deswegen. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo sich so eine enorm lange Zeit so kurz anfühlen kann. Da dachte ich, stimmt. Das war auch gruselig wie Sau. Und es war dann einfach abends. Also das, ja, Minecraft. Also das, so, das würde mich halt auch übelst abfacken. Ich habe stundenlang Anno gespielt, ich habe stundenlang Rollercoaster Tycoon gespielt. Aber da habe ich das gemerkt. Das stimmt. Ja, vielleicht kommt das stimmt, in Minecraft. Was ist das für eine Scheiße, in Minecraft, die in Minecraft kann man sich sehr gut verlieren, auf jeden Fall. Ja, man hat und seine, wenn man es zum ersten Mal spielt, seine 1000 Ideen und die brauchen Zeit, dieses Haus hochziehen, ist ja monoton arbeiten nur und irgendwann. So. Und es ist halt auch so, dieses, was man sagt, es ist halt endlos. Es ist halt wirklich sehr endlos. Also aber ich habe tatsächlich aufgehört, als halt die ganzen krassen Features dazu kamen. Ja, ich auch. Mega überladen ist. Es ist einfach viel zu viel. Ich brauche das gar nicht. Es ging mir eigentlich nur um diese Grundstimmung, weil 1.2 hat mir schon vollkommen oder früh vollkommen gereicht, so dieses. Und dann hatte ich mir, ich hatte nämlich so einen riesen See gebaut mit so einem Holz drin im See und man konnte das anzünden und es hat dann dauerhaft gebrannt. Das war damals, wo die Baumstämme für immer gebrannt haben, genau. Und dann kam Update und es ist abgebrannt und dann war ich auch so salzig, dass ich das dann einfach nicht nochmal gespielt habe. Also ich weiß halt, in Minecraft, was ich am Anfang haben so cool fand, war halt dieses. Oh, guck doch auf sein Handy. Lass einfach nicht so viel über Minecraft reden, wirklich. Aber das ist halt auch. Aber generell dieses Feeling, das wollte ich nur gleich ziehen, weil es gerade Thema war. Das mag ich halt unglaublich in Spielen und das mochte ich halt auch so an diesem ursprünglichen, also an diesem Anfangs-Minecraft, dass du halt einfach mit ein paar Leuten zusammen spielst und dann halt übelste Scheiße baust. Also einfach so dieses Schwachsinnige, so wie. Ich mache jetzt einfach den Übergang dazu, es hat bestimmt der ein oder andere von euch auch auf seiner Liste GTA 5. GTA, wenn man dann halt online spielt. Ich hab zum Beispiel hier mit Marlene, wir sind halt, also ich keine Ahnung, wir haben halt einfach so einen Roadtrip gemacht und sind in unserem Wohnmobil da irgendwie rumgefahren, haben Urlaub gemacht. Man hat übelst Scheiße gebaut. Das ist halt, keine Ahnung, es macht halt irgendwie mega Spaß, wenn man halt so, aber wenn man es halt mit anderen Leuten zusammen macht. Also alleine jetzt zum Beispiel in Minecraft oder in GTA halt irgendwo rumfahren, das ist halt nicht so. GTA, doch in Minecraft halt schon, weil du kannst dich alleine sehr gut verlieren. Aber ich fand's auch immer, ich habe mich immer sehr alleine gefühlt. Aber haben wir Marlene durch kennengelernt oder konnten wir die schon irgendwie vorher? Nee. Wir haben die durch GTA kennengelernt. Ja, krass. Aber GTA 5 haben wir wahrscheinlich, glaube ich, auch alle gespielt. Ja, beziehungsweise GTA Online. Mhm. Und da gibt's ja eine Anekdote zu dem Spiel, als es rauskam. Achso. Willst du jetzt erzählen? Nee, du erzählst die. Nee, du erzählst die. Nein, du erzählst. Dann erzählen wir sie gar nicht. Okay. Dann erzählen wir sie. Ja, okay. Okay, weiter. Ich kann sie nicht. Geil. Lass sie mal nicht erzählen. Für die Patreon-Supporter. Ja, ja, ne. Bei 5000 Likes. Gut. Also GTA 5 hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich auch ein richtig asozialer Troll sein kann. Das ist das einzige Spiel, wo ich da in Versuchung gekommen bin. GTA 5 also, wirklich, hat dir das erst gezeigt, ja? Ja, erst GTA 5. Dass du wirklich eine Person gezielt verfolgst die ganze Zeit und dann nur auf den Sack gehst. Die wirklich, weißt du, die können sich ja dann unsterblich machen. Und dann gibt es so Glitche, wo du unter die Map kommst, fliegst du mit dem Helikopter unter die Map und fliegst dann unter der Map raus und zerhäckselst die so, auch wenn die unsterblich sind. Und so habe ich die ganzen Tag eine Person gejagt. Das ist aber ganz schön richtig dumm, warum die an... Hatte nicht das über Teamspeak auf Französisch in die Tour Stimme beleidigt? Das war ein Deutscher, das war so ein deutscher 13-jähriger Junge. Der hatte dann auch einen Kumpel noch dabei, der hat gesagt, hier, der ärgert mich die ganze Zeit. Dann habe ich mich mit seinem Kumpel verbündet und haben wir noch weiter fertig gemacht. Nice! Richtig asozial, aber es hat mir was gegeben. Du hast 13-jährigen Kindern geärgert. Wie warst du da? 22? Nein, wann kam es denn raus? GTA 5 kam vor 2013 kam es raus. 13? So früh schon? Warst du da? Weiß ich nicht. 13? Zu alt. Du? Nee. Was war ich denn da? 22, 21? Da ist 22 falsch. Ach, übrigens. 2013. Ja. Übrigens, lustige Anekdote. Ich habe an dem Tag, wo es rauskam, Schule geschwänzt. Und das dann in der Frühstück. Das ist jetzt. Und das dann in der Frühstück und habe in der Frühstückspause an dem Tag, wo es rauskam, im Saturn mir das Spiel geholt und habe das dann in so eine Frühstückstüte getan und ihm dann in den Klassenraum reingetan. Und dann die Scheiße, du die erzählst! In den Klassenraum reingetan. Ja, die gar nicht. Es war Unterricht. Das musst du dazu sagen. Oh. Fabi, du hast in den Klassenraum reingetan. Man kommt nicht mehr mit Markus erzählt die Geschichte, was du gemacht hast, Alter.
Scheiße, sorry, Mann. So. Du musst entweder also hier schneiden Du hast geschwänzt, um das Spiel quasi für dich und Rodes zu kaufen. Genau. Sehr gut. Und hab ihm das dann halt in so einem Frühstücksding, hey, Herr Rodes, du hast dein Frühstück vergessen hier. Und dann hat deine Lehrerin noch irgendeinen dummen Kommentar gemacht. Sie hat gesagt, oh, geil, Frühstück kriege ich auch was. Und ich so, nee. Hm. Und das war halt so richtig schlecht, weil die Tüte war vom Bäcker und war halt videospielförmig. Und es stand mit dem Edding richtig schlecht Frühstück drauf. Ja, genau. Das war die Geschichte, wie ich an GTA 5 kam. Das ist eine lustige Anekdote. Aber wie hast du es gekauft? Du bist einfach hin und hast es bekommen. Ja, der Witz war auch komischer Kapitalismus. Die Saturn fragen sie dich halt nach deinem Alter und das Spiel ist halt 18. Und wenn du warst du schon 18, oder? Nee, nicht in der Schule. Stimmt, wir dachten erst so oft. Ich glaube, ich habe deinen Ausweis mitgenommen. Gott. Ja, wir sind ja Geschwister. Weil, das wollte ich nicht erzählen. Bei mir war es nämlich so, das war bei Call of Duty Black Ops so, als das rauskam, war ich halt voll gehypt, habe ich auch in der Zeit sehr viel Call of Duty gespielt und ich wollte es mir quasi holen und habe dann irgendwie 5 oder 6 verschiedene Leute halt in den Saturn angesprochen, ob sie mir das Spiel nicht kaufen können. Stand da halt mit meinem Geld so rum, so, das hat halt funktioniert. Und dann habe ich es halt gezockt und dann hat halt ein Kumpel, der es halt nicht bekommen hat, hat mich halt gefragt, ob ich es nicht auch einfach mit ihm machen kann, weil er sich nicht traut, die Leute anzusprechen. Mhm. Dann bin ich halt mit ihm rein, hab ihm halt so einen Typ klar gesagt, die so, ja, also ihr wollt ihm das kaufen? Ja, cool, okay, dann kauft ihr das, ich warte draußen. Und im Atrium gab es so diese Massagesessel. Und dann habe ich mich da halt so voll entspannt in meinem Massagesessel gesetzt und gewartet. Und auf einmal kamen da halt so viel Securities an und haben sich halt um mich drum gestellt und wollten halt wissen, was ich da jetzt gemacht habe. So, und was ich mit denen zu tun hatte, weil sie mich irgendwie auch auf der Dingskamera gesehen haben. Oh shit. Und ja, im Endeffekt. Ja, was hast du, weil du rein bist und nichts gekauft hast? Nee, weil ich mit dem Typen geredet habe, bevor sie den anderen Typen das Spiel halt gekauft haben. Ja. Und dann meinten sie, ja, es geht eigentlich gar nicht und eigentlich müssten sie mit uns jetzt rüber zur Polizei und so. Und dann haben sie sich aber darauf geeinigt, dass sie uns Hausverbot geben. Sehr schön. Haben sich drauf geeinigt. Ja. Also Saturn Hausverbot. Ich würde eine andere Überleitung nehmen. Ja, oh, weil du wolltest ganz schnell GTA 5 besorgen, um es möglichst viel zu spielen. Ja. Welches Spiel habt ihr denn so hart gesuchtet? Am meisten so, dass man so sagt, hey, aber jetzt muss ich aber von der Schule schnell nach Hause rennen zum Bus, damit also, länger am warte, Tag das hänge ich gleich ran, weil ich habe dann halt bei Call of Duty Black Ops, weil ich halt tatsächlich mit einer der ersten sein wollte, der höchstes Prestige hat, bin halt vor der Schule 2 Stunden früh aufgestanden und um am Morgen noch 2 Stunden Call of Duty Black Ops zu spielen, weil ich halt wusste, dann merkt es meine Mutter auch nicht, weil ich halt keine Ballerspiele spielen durfte. Und wenn ich halt nachts um 5 anfange zu zocken, dann rafft es halt keiner, weil alle schlafen. So. Wie kann man Ballerspiele so geil finden? Keine Ahnung, es war halt irgendwie. Das hat echt einen ganz schönen Suchtfaktor. Also, gerade weil ich halt Modern Warfare 2 viel gespielt und war da nie gut drin. Richtig beschissen. Und dann kam Modern Warfare 3 raus und ich habe halt von Anfang an den Online-Modus mitgezockt und war dann halt irgendwann an einem Punkt, wo ich eigentlich echt ziemlich gut war. Und dann ist es natürlich auch so. Ja, dann man kriegt auch diese Plaketten für so Sachen, die man macht, die relativ schwer sind. Und wenn man das sagt, es ist halt wirklich so ein Art, also es ist so. Ja, gut, es ist ein Videospiel, aber es ist trotzdem irgendwie auch noch künstlicher so. So mit so Sachen dich ja am Laufen zu halten, einfach nur mit so Lock Nase. Aber es hat funktioniert, also ich habe das echt ziemlich viel gesuchtet. Aber es gibt wirklich so ein paar Spiele, wo ich halt in der Schule saß und dann immer schon nur ans Spiel gedacht habe. Ja. Und das war jetzt nicht, also das war halt nicht unbedingt Call of Duty, weil da kann man ja nicht viel, es ist ja immer das Gleiche. Aber eins, was ich auch in meiner Liste habe tatsächlich, ist, und weil wir gerade auch bei GTA waren, GTA 5 habe ich nämlich lustigerweise zwar sehr früh gekauft, aber habe es dann im Endeffekt gar nicht so viel gespielt. Ich habe es 2 Anläufe gehabt, oder 3, und habe es immer noch nicht geschafft, es durchzuzocken. Ja, richtig hart. Heikel, aber die Sache ist, ich habe halt bevor das rauskam, das war so ein Spiel, wo ich auch in der Schule war und die ganze Zeit, ich wollte es nur zocken, Saints Row 3 übelst hart gesuchtet. Und ich fand halt, Saints Row 3 hatte halt nur diesen Fun, so den, auch so den reinen Fun-Faktor. Und ja. es ist zwar nicht mal annähernd so polished wie in GTA 5 und es hat auch nicht so eine reiche Welt irgendwie, aber es ist einfach so, also es gibt den einen Trailer dazu, der erste Teaser-Trailer. Der auch GTA verarscht ein bisschen. Nee, ich glaube, das ist halt der erste Teaser-Trailer, wo so übelst episch, es kommt irgendwie so 30 Sekunden Logos oder so und dann kommt so ein Clip, wo einfach nur der Hauptcharakter irgendeinem anderen Typen in die Eier haut und drunter steht halt noch so Actual Game Footage und dann ist so Saints Row 3 so und dann... Das ist aber der beste Trailer ever. Ja. Und dieser Trailer mit wo vier zwar von dieses Lied von Kanye West zwar drunter liegt, aber es ist halt wahrscheinlich das geilste Lied von dem. Ja, und wo die halt von diesem aus in dem Fahrstuhl hochfahren und dann halt in diesem Penthouse alles zerlegen. Das ist auch so ein geiler Trailer. Und irgendwie genau dieses Gefühl, was in dem Trailer rüberkommt,
das war irgendwie auch so das Spiel. Also so, du springst aus dem Flugzeug, machst deine Fallschirme auf, landest in diesem Penthouse, zerlegst da alles und es hat einfach... Selbst diese kleinen Nebenmissionen, wo du eigentlich immer nur dasselbe gemacht hast, haben so einen Fun gemacht einfach nur. Das war einfach der pure Fun. Trotzdem bei jedem GTA-Klon immer so dieses Gefühl von Leere. Also das, wenn du einmal GTA kennst, also ob das jetzt ja True Crime ist oder Saints Row oder The Getaway, ich habe ja hier ein paar stehen so. Du hast immer so dieses Gefühl, wenn ich jetzt in eine Ecke gehe und da ist dann halt nur ein Auto oder so und nicht irgendwie ein Laden, in den du auch mal reingehen kannst oder ja, so. Ja, das stimmt schon. Das fehlt dir ein. Also wenn du einmal von GTA verwöhnt bist, so. Um noch letztes zu GTA zu sagen, weil ihr ja GTA 5 alle genannt habt. Ja. Ich mache ja ein Spiel pro Franchise nur und ich habe San Andreas aber auf Platz 1 für mich, weil klar ist GTA 5 schon das bessere Spiel, aber San Andreas ist für mich zeitloser. Mhm. Angefangen vom Soundtrack über, also die Grafik an sich. Ja, ich glaube, GTA 5 wird halt echt in 10 Jahren komisch aussehen, weil sie halt auch realistisch ist und in 10 Jahren ist die Grafik einfach viel weiter. Mhm. Aber San Andreas sieht halt heute auch noch gut aus. Du bist ja auch vermodet. Auch so cool. Also ja, klar. Aber so ein Urzustand. Ich auch auf diesem Sofa schon rumlagen und einfach nur Radio und San Andreas gehört, damit irgendwo rumstanden. Ja, ja. Ja klar, GTA hat das schon, aber es ist halt, vielleicht war es auch, weil ich halt einfach Saints Row 3, bevor GTA rauskam, so viel gesuchtet habe, dass ich dann halt Open-World-mäßig schon überladen war. Ja, Saints Row habe ich auf jeden Fall auch gut gesucht. Aber es ist halt, schlecht ist es nicht. Also ich glaube, es ist schon einer der besseren GTA-Klonen auf jeden Fall. Ja. Weil es weiß halt, was es macht. Die sind sauber. Die sind frisch. Okay. Ja. Du wolltest wahrscheinlich auf was anderes hinaus mit, wo wir unsere meiste Zeit quasi reingesteckt haben. Ja, ich weiß halt, dass ich das bei einem Spiel hatte. Ja, ich weiß nicht, ob du das als guter Letzt sagen würdest, weil dann würde der Herr Rodes jetzt der Nächste sein. Ich weiß nicht, wo hast du vielleicht so ein bisschen... Dieses wirklich auf heißen Kohlen sitzen in der Schule hatte ich zu der Zeit, wo ich noch nicht jeden Tag spielen durfte. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, Donnerstag, so, ist egal, 2 Tage in der Woche. Ich werde jetzt nicht ganz lange überlegen, welche es waren. Okay, mach was. Genau. Und es waren dann wirklich so Sachen wie Anno 1602, wo ich mich an diesen Tagen in der Schule schon gefreut habe. Heute kann ich zocken. Mario Sunshine und Jet Set Radio Future. Das lag damals der Xbox als Titel bei. Das haben wir auch mal zusammen. Das Tetris der Xbox sozusagen. Ja. Also. Kann man in vielerlei Hinsicht nicht mit Tetris vergleichen. Es ist eher so das Nintendo Land. Nein. Wie alt warst du noch? Also bis wann musstest du quasi, durftest du an einem gewissen Tag spielen? Bis 10, 11. Das war das andere, was du gesagt hast? Das Anno, dann dazwischen eins. Mario Sunshine. Sunshine, genau, weil es war, ich wusste noch, du wolltest immer so die was war's? Auf welcher Konsole? Gamecube, oder? Gamecube. Immer die Gamecube von deinem Bruder haben und ich war immer noch schon so, boah, das muss ein richtig geiles Spiel sein. Und es gab wirklich, nach irgendwie ein paar Monaten oder so, gab es dann den Moment, wo wir endlich diese Gamecube hatten oder du endlich die Gamecube bekommen hattest. Und dann der GameStop irgendwie zu und ich musste Wochenende warten, bis ich das erste Spiel hatte. Das ist gar nicht, das war auf jeden Fall richtig aufregend, als wir das erste, ich weiß das jetzt noch, wo wir das erste Mal angeschmissen haben und dieses Intro, ich kann mich echt nur dran erinnern. Nicht nur das Gamecube-Intro, sondern das Intro vom Spiel auch dazu. Ja. Das ist einfach richtig cool. Sunshine habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich habe eigentlich fast jedes Super Mario. Empfehlenswert. Ich glaube, das ist das frustrierendste Mario. Okay. Aber entsprechend halt auch dieses, jetzt habe ich es endlich geschafft. Der Dark Souls-Effekt. Obwohl es auch so ein bisschen halt mit diesen Schleim... Trigger! War ein Scherz. Es gibt ja am Anfang diesen Moment, wo du dieser Tentakel-Ding in dem Ding den Arm abreißt und der wackelt noch genau, so nach. Genau, ja. Das ist so, das war auch so, als ich noch ein bisschen kleinerer Wanst war, das war auch so... So richtig so ein, oh Gott, so wie realistisch und eklig ist das. Ja, nur wie Sunshine, das war so das Zwingesinn. Und aber auch mit diesem Schleim und den Sonnen, das war alles, das hatte schon so was Düsteres, obwohl es so Sunshine-mäßig war. Es war irgendwie, vielleicht war es auch ich, als ich jünger war, habe mir das so düster gemacht. Tu dir selbst den Gefallen und spiel's nicht nochmal. Ja, also es war so wirklich so, das alles. Behalt es in der Erinnerung, das wird jetzt halt eher verspielt werden. Wahrscheinlich. Ja, das ist sehr schade. Also solche Spiele, ne? Gerade so Nintendo-alte Sachen, habe ich mal wieder eingelegt. Also sowas wie Mario Kart und sowas halt zeitlos, aber ja, früher denkst du, ich muss ehrlich sagen, dass für mich so ein 64 sich richtig ekelhaft spielt. Ja? Vom Controller her? Wirklich, ja. Nee, aber auch so, das fühlst du langsam an, meiner Meinung nach. Ja, gut. Und ja gut, ich bin jetzt auch an Mario Kart 8 dran gewöhnt. Ich finde es gut, dass es auf der NX jetzt endlich für die Arena-Kämpfe auch Arenen gibt, was ja nicht der Fall war bei der Wii U-Version. Aber ich schweife da ein bisschen ab. Erzähl du doch mal. Ja. Nee, warte, ich wollte noch eins sagen, weil du willst eigentlich nicht ausführen. Nee, nur kurz. Ich kann es auch nicht sagen. Mach jetzt. Also ich habe halt, was ich vorhin gesagt habe, Heldering Online, das war halt bei mir echt so, als ich quasi am Ende war, so Endlevel, da saß ich halt immer richtig auf heißen Kohlen in der Schule. Und ich habe halt immer schon in der Schule überlegt,
was ich dann mache, um quasi möglichst effizient zu sein. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. So, das war halt echt, also, keine Ahnung, das war schon hart. Auch so, dann halt auch mal dieses, ach, wie kann ich jetzt ganz schnell nach Hause und bin so, naja, muss ich heute wirklich zu Sport gehen? Nee, eigentlich muss ich nicht zu Sport gehen. So. Oh, genau, dann, also dieses, jede Sekunde wird dann nochmal geguckt, ob man die kriegt. Man rennt von der Schule los, um den Bus früher zu kriegen, zum Beispiel. Ich habe gehört, Leute machen das Ja, ich war auf den Bus angewiesen, musste ganz schnell nach Hause und wenn ich schnell gerannt bin, habe ich den Bus davor gekriegt, habe so mit 12 Minuten gut gemacht, die ich dann anfängst, den ganzen Tag zucken konnte. Ich kenne die Story schon, das war zwei Wochen durchgezogen und das war nämlich bei EA Skate, Skate 2 in dem Fall, mein Lieblingsspiel der Reihe ist trotzdem Skate 1. Ein zeitloser Klassiker, die Tony Hawk's Teile finde ich natürlich auch geil, aber Skate ist der Shit. Und dann ist man halt gerammt und nach zwei Wochen ist dann meine Playstation kaputt gegangen, weil ich sie dann auch manchmal über Nacht angelassen habe. Ich meinen Controller so auf Kippe gelegt, damit ich nicht in Standby komme und habe online dann irgendwie 100 Punkte gefarmt, was irgendwie super wenig war. Tagsüber habe ich irgendwie 8000 gekriegt und 100 über Nacht, aber es war es mir wert und da ist dann die Konsole kaputt gegangen. Das ist sehr schade. Außerdem hatte ich das noch, ich hake das kurz ab. Dragon's Dogma ist bei mir auf der Liste auf Platz 6. Ja, lass es lieber schnell hindurch. Da war das halt nicht so, dass ich wenig Zeit hatte wegen Schule oder so, sondern da war ich halt Assi. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das war während meinem freiwilligen sozialen Jahr. Und da hatte ich halt die Zeit und das habe ich wirklich auch richtig hart gesucht und nicht von früh bis spät. Aber da war es endlich mal wieder so, das ist jetzt auch schon wieder 2012 gewesen, dass ich wirklich so richtig Bock auf ein Game hatte. Also auch so jetzt, ne, habe ich natürlich Bock, aber so richtig, dass man so richtig, das muss jetzt sein. So, dieses. Was ich mich frage, bereust du die, damals vielleicht nicht, aber du hast ja wahrscheinlich durch Games oder durch diese Skate-Phase sehr krasse schulische Einbuße gehabt. Hattest du? Na, weiß ich nicht, also vielleicht ein bisschen. Du hattest wahrscheinlich für die Schule nichts gemacht in der Zeit. Ich habe auch so nichts für die Schule. Ja, ich habe halt auch generell nichts. Das beantwortet meine Frage. Okay. Nee, aber also ich habe da einfach nur wegen Zeitverschwendung oder so drüber nachgedacht. Und ich habe ja in der Zeit, wo ich Skate gespielt habe, wurde quasi der Grundstein für Nostalafo TV gelegt, weil ich da ja schon Videos draus geschnitten habe, mit Musik unterlegt, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, was jetzt die Prank-Videos sind. Also ist das ja alles, weißt du, das hat sich ja organisch so ergeben. Das ist ja alles eine sinnvolle Zeit gewesen. Also, hätte ich in der Zeit nur gezockt und es wäre nichts Produktives bei rumgekommen, würde ich jetzt vielleicht irgendwie anders drauf zurückblicken. Aber, nee, aber ich habe halt so viele Videos davon gemacht. Ja, da würde ich kurz einhaken. Hast du Dragon's Dogma jetzt so kurz angeschnitten oder wolltest du da auch mal kurz besprechen? Also Dragon's Dogma ist auf jeden Fall, da hat mein Gamerherz das erste Mal wieder richtig Feuer gefangen. Ja. Oho. Ja. Und Dragon's Dogma ist bestimmt auch Feuer. Ja, Brücke gebaut. Ich weiß nicht, das Kampfsystem erst recht von den schnellen Klassen hier mit zwei Messern und so und dass du an den Gegnern hochkletterst und der ganze Shit. Einfach, ich weiß nicht, es hat mich richtig gecatcht. Mhm. Und dass du durch die Städte springst mit Doppelrollen und Parcours machen kannst quasi. Das Spiel ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber ich finde das klasse. Es gibt ein richtig, richtig gutes Video zu dem Thema. Also allein, weil ich den, ich will jetzt mal hier ganz shameless einen Kanal promoten, der nichts mit mir zu tun hat, aber das Video heißt tatsächlich Dragon's Dogma, the best game ever. Ja. Ist auf dem Kanal Cool Ghosts und das ist halt von tatsächlich einem so ein Spiele, der meiner Meinung nach einen der besten und reflektiertesten Spielejournalisten, die es so gibt, aber den kennen wirklich gar nicht so viele, also der ist von Matt Lees, der damals, als es rausgekommen ist, das Spiel, oder wo, ich glaube es gab eine Preview, hat er auch ein Video dazu gemacht gehabt zu dem Spiel und hat das tatsächlich noch mit, und also der redet im Video viel drüber und da sind sehr viele. Das hat ja so einen britischen Akzent. Genau. Aber der hieß glaube ich Matthew irgendwas. Es kann sein, dass er damals sich noch nicht, dass er den Alter, dass er da den Namen noch nicht hatte, so geändert hatte. Aber das ist auf jeden Fall, da sind sehr viele Sachen, das ist das sehr gut behandelt und der ist da auch sehr mit dem Herzen dabei und das ist genau dieses, was du sagst, dass das Spiel halt fern davon ist, perfekt zu sein, aber es ist einfach so zwei, drei Sachen einfach komplett auf den Kopf, also so richtig den Nagel auf den Kopf trifft. Es ist nachts komplett dunkel, genau, du scheißt dir ein. Du, wenn du halt in der Wildnis bist, deine Lampe geht aus, weil dein Öl alle ist, du scheißt dir halt einfach ein, du kannst nichts machen. So. Und nur einmal, um noch da kurz einzuhaken, weil ich weiß, dass unsere Zuschauer sich teilweise auch mit den Rocket Beans Zuschauern überschneiden und den Zuschauern von David Hein, die alle irgendwie kollektiv Dark Souls ultra hart feiern. Ich find's auch gut, aber es ist nicht mein Spiel Nummer 1. Aber wenn ihr so auf Dark Souls steht, solltet ihr wirklich mal auf schwer Dragon's Dogma spielen, weil es ist ein sehr ähnliches Spielprinzip, finde ich. Das ist natürlich ganz anders, was so die Spielmechaniken angeht, aber vom Gefühl her ist es sehr ähnlich wie Dark Souls. Darf ich kurz moderieren? Ja. Es ging noch was zum Thema Zeitverschwendung. Ja.
Nee, also ich wollte nur dazu sagen, ich habe also bei irgendjemandem. Nee, ging es nicht, er wollte nur kurz was dazu sagen. Okay, gut, dann sei es so. Du hast mich das, glaube ich, mal gefragt, oder also, du meintest das mal, dass du dann bei so Online-Spielen, also dass das Zeit-Waste-Gefühl bekommst. Mhm. Und ich habe da auch mal ein bisschen drüber reflektiert. Und also es ist auch jetzt bei mir so, ich hatte halt Spaß in der Zeit. Ich habe die Zeit halt quasi bewusst da rein investiert. Also ich hätte sie bestimmt in was Produktiveres investieren können, aber deswegen bereue ich die Zeit nicht. Also hätte ich jetzt, wäre ich jetzt wieder in der in der 9. Klasse, würde ich halt auch wahrscheinlich wieder der Herr der Ringe online spielen, anstatt jetzt irgendwie für die Schule zu lernen. Weil ja, das war ja auch nur individuell. Also für mich war es einfach ein gutes Gefühl, weil noch was. Weißt du, ich kann mir diese Videos, die ich damals gespielt habe, heute mal anders mal gesagt. Weißt du? Ja, aber ich gehe ja eher nur von mir. Wenn das für dich gut ist, dann ist das doch schön. So, ja. Time you enjoy wasting is not wasted time. Ja, also das denke ich mir auch. Also ich werde halt immer, sag ich mal, mit positiv an die Zeit zurückdenken. Aber ich glaube, sowas wie halt dieses krasse Online-Spielsuchten. Also ich habe das tatsächlich auch noch. Also dieses, dass man sich mit Leuten über einen Voice-Chat zusammenpackt und dann halt wirklich richtig Spaß hat. Ich wollte das immer mal haben. Also und du musst halt hart dafür, also du brauchst halt Leute. Commitment. Und du brauchst Commitment. Und ich glaube, das kann man so richtig nur in seiner Schulzeit. Und wenn man halt, weil ich glaube, danach, sobald man halt dann anderweitig, weil ich bin genau wie hier er da. Ich zock eigentlich schon seit geraumer Zeit gar nicht mehr so aktiv. Mein Name habe ich dir schon gesagt. Der Herodes, der Eduardo. Allein schon, weil ich halt einfach gerade nicht mehr so die Zeit habe, einfach mich hinzusetzen und zu zocken. Und vor allem nicht dann noch mit Leuten dazu und so. Also und ich finde aber, dass es halt geil ist, wenn man Leute hat, mit denen man zockt, weil dann hat man im Prinzip mit Menschen zusammen Spaß. Und das ist ja dann im Prinzip wie, wenn man rausgeht und spielt oder so, keine Ahnung. Wenn wir gerade noch bei diesem Online-Ding sind, kann ich eine letzte Sache zu Skate anführen, die auch besonders war. Damals konntest du Skate online nur mit Deutschen spielen, weil eine Marke drin war, Mystery, die hatte so eine halbe SS-Rune, also ein S. Halt so eine Zacke so. Ist halt in Deutschland erhältlich, aber in dem Spiel war es irgendwie nicht gut, verfassungsfeindlich, was auch immer. Dadurch waren die Spiele unterschiedlich. In dem einen Spiel, international, war das halt drin. Und alle, die das deutsche Spiel hatten, konnten nur mit Deutschen spielen. Dadurch war halt so gefühlt 500 Leute nur in dieser Community drin. Dadurch kannte jeder jeden. Und das war halt ein richtig geiles Gefühl. Geil. So. Das war halt bei den Allgemeinen-Servern auch so. In Deutschland spielen. Ja, also später, dann erste halbe Jahr waren halt viele da so, aber später spielt das dann nicht mehr jeder aktiv, da waren es echt. Das du hast immer wieder die gleichen Leute gesehen, das war halt schon geil. Weil die Server auch nicht so voll waren, das ist schon. Wenn wir noch gerade bei Online-Spielen sind, was ich auch ein sehr interessantes Spiel fand, wo ich auch sehr viel Spaß dran hatte, war Ark. So ein Survival-Spielen, ja, ja. Das ist ja relativ neu noch, ne? Ja, ja, das ist ja, ich glaube, das ist noch in der Beta, aber. Also ich habe es eine Zeit lang gespielt und solche Spiele mag ich eigentlich auch. Das hat halt. Also keine Ahnung, diesen Survival-Faktor, das macht mir echt Spaß. Und vor allem so dieses. Also Ark ist jetzt mit Dinosauriern, ja. Und wenn du das halt hast, keine Ahnung, wenn dich halt irgend so ein Typ mit einem T-Rex verfolgt oder so und du halt hast schon, bist schon schnell und so und versteckst dich dann halt zwischen irgendwelchen Steinen und der, also er hat ja nicht so, er sieht ja nicht irgendwie deinen Lebensbalken, weißt du, wenn du dich halt gut versteckst, dann versteckst du dich halt gut. Das war, keine Ahnung, das hat mir echt ziemlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde auch richtig drin in solchen Spielen, aber du lässt es nicht zu. Ich will das nicht zulassen, nee. Das ja, ist ja. Ich glaube, das ist echt, dann kommt daran. Ne, das ist zum Beispiel auch, also keine Ahnung, ich spiele halt ja gerade, ich merke das auch wieder bei mir, bei The Elder Scrolls Online, so dieses, dass man, ich weiß quasi, je mehr Zeit ich da rein investiere, desto besser werde ich. Also nicht nur, weil ich jetzt quasi irgendwie die Sachen XY farme, sondern weil ich halt auch einfach besser spielen kann, so, vertrauter damit werde. Das ist halt gefährlich, weil, wenn du halt, sag ich mal, mit irgendwie nach ganz oben willst, musst du halt sehr viel Zeit rein investieren. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist ja hier League of Legends, genau. Dota. Ja, so, solche Spiele, wo die Leute ja, die Profis, ja aus irgendwelchen Gründen sehr viel Zeit auf jeden Fall damit verbracht haben, bevor sie Profis geworden sind und dann halt noch mehr Zeit damit verbringen konnten. Also ich habe tatsächlich Klassenkameraden bei mir, die haben 3000, 4000 Stunden in Dota. Und das ist richtig krass. Also die haben halt wirklich nachmittags, die sind heimgekommen von der Schule und haben dann bis abends gezockt. Und einfach, manche haben sogar ihre Hausaufgaben noch hinbekommen, keine Ahnung wie, aber es ist halt, dass man auf so 3000 Stunden. Das wie ist halt. 3000. Wie viele Tage sind 3000? Viele. Das sind viele. Also musst du halt, ich habe das glaube ich mal ausgerechnet, da musst du glaube ich wirklich 2 Jahre lang. Also ich habe halt 1000. 5 Stunden zocken oder 1000 so. Stunden bei Magic Duels und das habe ich aber auch immer im Hintergrund so an. Ja gut, ich glaube, das zählen wirklich auch die Minuten. Ja, ja klar, aber trotzdem. Also das ist halt in anderthalb Jahren.
Und es, ich weiß halt, dass ich davon effektiv 30% vielleicht auch gespielt habe. Und währenddessen läuft es dann halt sonst im Hintergrund. Durch 24? Dann hast du die Tage? Ja. Pass mal runter. Ich habe das nicht gesagt, das waren die anderen beiden. Okay. Auf jeden Fall hast du... Ich hatte heute Prüfung, ich weiß nicht, was ich rechnen muss. Darf ich rechnen? Nee. Bitte, ich möchte es wissen. Durch 24, ist schon richtig. 3000 Stunden. Ja, 24 Stunden. Dann habe ich die Tage. Ja, gut, richtig. Ja. Ach du Scheiße. Wow. Okay. Ich nutze diese kurze Down-Phase, um ganz kurz Second Sight anzusprechen. Das ist das wohl unbekannteste Spiel, was heute genannt wird. Ich habe da mal einen Nostalgiga auf dem Giga-Kanal gemacht. Das Google, naja, wenn man noch Google bedenkt, dass man... das ist ein sehr schöner Spaß, weil da hat man so Psy-Kräfte und so. Es ist PlayStation 2 schon ein bisschen veraltet, aber es macht heute noch echt Spaß. Die Story ist geil. Es ist ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Guckt euch das Nostalgiga zu Second Sight an. Ja. Also wenn man ein halbes Jahr nichts anderes macht, außer schlafen und zocken, kommt man auf 3000 Stunden. Das ist schon hart. Ja, aber die haben das halt schon immer so 3 Jahre gemacht, deswegen ist dann halt... Also ich hab, man geht halt auch in die Schule, man ist halt auch in die Schule. Ich weiß, dass ich den Herr der Ringe online auch richtig viel hatte. Du konntest da halt so eingeben, du konntest deine Spielzeit eingeben lassen, die du quasi online warst mit dem Charakter. Und da hatte ich auch richtig viel. Also, wer möchte sein nächstes Lieblingsspiel anschreiben? Aber ich würde gerne auf ein Spiel... Also auf ein Genre mal einschlagen, keine Ahnung, ob ihr da auch was habt, aber was ich richtig feiere, also was ich auch, wenn es sich mal ergibt, immer mal wieder gerne mit Freunden spiele, so Stronghold Crusader. Ja. Was ist das für ein Genre? Ja, das habe ich auch gezockt. So ein Strategiespiel, du baust halt deine Burg auf und eroberst halt andere Burgen. Ach cool. Aber das ist nicht in meinem, also ich habe das super gerne gespielt, aber ich würde es nicht mehr in meine Top 30 oder so. Nee, ich hätte es auch nicht, ich habe auch überlegt, ich hatte sehr viel Spaß damit. Und es gibt halt auch, also allein dieses Burgenbauen, das ist echt, das ist halt richtig. Der Burgfried ist komplett. Genau. Diesel. Also es gibt halt, es ist halt so ein Grundding, was halt, das ist halt so in keinem anderen Spiel, also gibt bestimmt noch andere Spiele, aber es ist trotzdem da, es ist halt so dieses Burgenbauen-Ding, ist einfach so eine Spielmechanik, die einfach genial ist und die da auch einfach richtig gut funktioniert, weil du kannst immer wieder gucken, so, wie baue ich die Burg um und, Wie baue ich sie am besten, und das ist ja so, selbst wenn du halt dann versagst, hast du so ein bisschen so das Gefühl, ja okay, aber es war irgendwie fair, weil irgendwie, ja, dann habe ich die Burg nicht gut designt oder so. Ja, und dann hast du immer noch eine epische Belagerung, die du verloren hast. Genau, eben. Und was ich halt auch, also keine Ahnung, ich verbinde es halt einfach damit, dass wir halt irgendwie zu dritt, also wir waren halt so, keine Ahnung, halt 3 Freunde und wir haben halt irgendwie bei einem uns getroffen und bei dem gezockt, und wir halt wirklich als 3 kleine Fenster da in der Grundschule halt vor dem Rechner sitzen und halt dieses Spiel spielen und halt so voll gefahren, boah, und Achtung, jetzt kommt der Wolf, oh nein, was tun wir jetzt? Also ich meine, heute ist die KI halt mega schlecht, weil du sie halt übelst einfach austricksen kannst, theoretisch. Ja, du musst nur ein Loch hinten in deinen Burg reinmachen, dann rennen die einmal um die Burg rum, statt vorne die Sachen. Ja, oder du musst halt einfach nur Holzverlöte vor dieses Tor von dem Gegner bauen und dann reißt er alles außen ab. Aber auch wenn du fair spielst, spielt er halt, die KI ist halt einfach nicht gut, weil das Spiel halt alt ist. Aber damals war das halt so die übelste Mega-Herausforderung. Keine Ahnung, ich fand das ziemlich cool. Ein Kumpel von mir hat tatsächlich immer einfach so versucht, die Burgen von den Gegnern einfach 1:1 nachzubauen. Also, das ist seine Taktik, war richtig witzig. Aber wenn wir gerade bei Strategiespielen sind, auf meiner Liste ist nämlich, einfach aus Nostalgiegründen so ein bisschen, das haben wir immer zusammen gespielt, Command & Conquer, Alarmstufe Rot 2, stellvertretend für Generäle, stellvertretend für Tiberian Sun. Aber das hat eine... Also sagen wir... Command & Conquer. Obwohl wir die Grundreihe Command & Conquer nie gezockt haben. Wo es noch Westwood gehört hat. Das genau, hat obwohl, auch obwohl wir auch hart Command & Conquer. Wir haben mit Tiberian Sun mal gespielt, aber nie durch. Was? Jochen. Command & Conquer? Der Jochen, da läuft er, der Jochen. Schatz, falls ihr ein Let's Play von Tiberian Sun findet, das damit anfängt, dass der es fängt wirklich in den ersten Sekunden, dass der Let's Player sagt, ach, der Jochen, da läuft der Jochen. Dann machst du gut, Jochen. Das machst du gut, Jochen. Wir suchen das seit Jahren, wir finden das nicht. Ja, dann kommen wir auf Auftrag. Okay. Exklusives T-Shirt mit Gesicht von Amadeus drauf. Genau. Nee, aber das war willst du noch ein Strategiespiel? Nee. Aber ich will das doch nicht. Das ist nicht mein Genre. Willst du noch weiter? Ja, nö, wir reden jetzt noch ein bisschen über Minecraft. Ich würde sagen, es ist auch übrigens noch eine Viertelstunde ungefähr. Ich würde noch. Ungefähr. Ich hau noch ein Speicher. Spiel rein. Nee, Digi, jetzt lass ihn mal wirklich ausreden. From Total War. Ja, gutes Spiel. Ja. Also, es geht ja, also, das generell, dann rede ich jetzt einfach nur generell über das Strategiegenre, weil ich bin da schon ein sehr großer Freund von. Das liegt vielleicht daran, dass ich halt damals immer bei dir zugeguckt habe, wie er Alarmstufe 2 gezockt hat. Zugeguckt, wohlgemerkt.
zugeguckt. Hand anlegen war nicht. Nee, wirklich nicht. Und ich habe mir irgendwann generell von ihm geklaut, glaube ich, oder sowas. Und Tiberian Sun dann auf irgendeiner Zeitschriften-Disc also, ja, gehabt oder so. Und es war irgendwie ein. Also ich glaube, die Spiele sind an sich nicht so. Also so ein StarCraft 2 zum Beispiel, was ich auch gezockt habe, ist natürlich ein wesentlich besser designtes Strategiespiel und besser gebalanced. Aber ich hatte trotzdem einfach nur Fun dran, das auf einer Schwierigkeitsstufe zu spielen, wo ich einfach nur riesengroße Armeen aufbauen kann und dann alles plätten kann. Also nicht ganz leicht, aber so mittel, weil wenn es dann, es gibt dann irgendwie da immer den Sprung auf schwer, wo die dann nach 5 Minuten ankommen und dich fertig machen. Definier mal riesig große Armeen. Naja, halt so, weißt du, du hast halt eine Armee und dann fährst du halt ins feindliche Lager rein und schaffst es auf einmal alles platt zu machen. So. Okay. Weil es einfach so dieses Ding, dass du dich langsam nach und nach so mächtig baust, dass du halt hier einfach irgendwann nur noch plättest. Und stellvertretend Strategie-Genre, Age of Empires, das war damals das Einzige, was auf unserem PC lief, also auf meinem da. Das war ein erster und der zweite Teil, ne? Wir hatten ja nichts. Ja. Ja, und deswegen, es hatte ein 5 GB... War das noch das mit dem Auto-Cheat? Ja, genau. Mit dem Auto-Cheat und mit den Babys auf den Dreirädern. Oh, turn this on. Keine Ahnung. Und die hatten halt irgendwie Babys auf Dreirädern mit Shotguns, was eigentlich ziemlich morbide ist, wenn man sich das mal so überlegt. Daran erinnert mich auch noch. Ja. Aber hier diese Priester, da gibt es tatsächlich auch generell, wie Cheaten später verschrien wurde. Ich meine, früher in den Strategiespielen haben wahrscheinlich alle gecheatet, so. Ja, stimmt. Früher oder später mal. Ja, oder GTA halt. Genau, und dann später online ist übelst verschrien geworden. Ja, weil es ja auch Unterschied ist zwischen Online und Single, ja. Gut, Strategiegenre weiter rum, Strategiegenre XCOM, Enemy Unknown, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der es hier gezockt hat. Vermutlich. Vielleicht völlig raus bei den Games. Außer Stronghold. Okay, weil XCOM ist halt auch, es ist so rundenbasierte Strategie so ein bisschen. Und es ist einfach, es ist richtig, richtig genial. Oder würde ich nochmal bei einer Sache kurz reinkritschen? Also die Sache ist, dass du das halt auch auf einem Modus spielen kannst, wo du quasi, wo das Spiel automatisch jede Sekunde oder nach jeder Entscheidung, die du triffst, speichert. Das heißt, du kannst jetzt nicht, wenn du irgendwas irgendwie falsch machst in der Kampagne oder irgendeine dumme Entscheidung machst, dann kannst du die einfach nicht wieder umkehren. Und dann ist es so, und deine Charaktere haben eigentlich nicht so mehr Charakter als den Namen, aber trotzdem wachsen die dir dann so ein bisschen ans Herz. Und es ist so, wenn du dann halt das tatsächlich, wenn das unwiderruflich passiert, dass es passiert, dann ist es echt ziemlich, ziemlich krass. Aber es ist halt wirklich meistens dann auch deine Schuld. Und vorsichtiges Vorgehen wird belohnt und so. Also es ist einfach gut. Also man sollte das einfach mal spielen. Und man merkt eigentlich schon in den ersten paar Level, ob es einem gefällt. Und es ist aber wirklich ziemlich, ziemlich genial. Da kann ich ganz kurz grundsätzlich reinschmeißen, weil du gesagt hast, da keine Entscheidung rückgängig machbar und so. Mhm. Ich mache das sehr gerne so, dass ich dieses Spiel gerne auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe sofort spiele, die verfügbar ist. Mhm. Weil für mich dann die Spielerfahrung einfach irgendwie perfektioniert wird oder so. Und ja, ich bin der Meinung, dass das Spiel zwar schwerer wird, aber dass du dich automatisch anpasst. Wenn du jetzt auf leicht spielst, gehst du halt auch durch und machst hahaha und wirst halt dann angeschossen. Mhm. Auf schwer spielst du halt automatisch ganz anders. Ja. Das heißt, es wird nicht so viel schwerer, sondern du passt dich einfach an. Und dadurch, also jetzt Metal Gear, ich nehme jetzt einfach mal meinen Platz 1 voraus. Wenn du das so spielst, dass wenn du entdeckt wirst, dass es dann vorbei ist, dann gehst du halt ganz anders dadurch, als wenn du halt, ja, okay, dann seht ihr mich halt und schießt mich an, scheißegal, sondern du kriegst richtig Angst vor diesem, da ploppt ja immer so ein Ausrufezeichen auf. Und da kriegst du richtig Angst, dass du einfach, du läufst ganz langsam, und wenn du dieses Geräusch hörst, kriegst du einen halben Herzinfarkt, so. Und das ist eine komplett andere Erfahrung, als durchzurennen, oh, ihr habt mich erwischt, da schieße ich euch halt um. So. Und das ist bis jetzt bei jedem Spiel eigentlich gewesen, dass ich mir gesagt habe, dass das schon die Erfahrung aufgewertet hat. Zwinge ich ja keinen dazu, aber außerdem spielt man in der Regel dann auch länger und dann hat man auch mehr für sein Geld. Ja, auf einmal ist ein unangenehmes Spiel. Ja, wenn man die Zeit sich nehmen will. Ja, obwohl ich bei so Spielen wie weiß ich nicht, wo halt dann einfach nur deine Lebensleiste schneller weggeht oder sonst was, hat so solche Abstufungen, finde ich einfach teilweise eher frustrierend, weil gerade sowas wie bei Uncharted, was du ja tatsächlich auch auf der höchsten Schwierigkeit zu gespielt hast, weil da möchte ich ja eigentlich den Flow, so ein bisschen den Flow von der Story auch haben und die Inszenierung mitkriegen. Und wenn ich dann halt ewig an so einer Stelle hänge, dann habe ich eigentlich, wenn ich die geschafft habe, schon vergessen, was passiert ist. Ja, das ist halt dieser Dark Souls-Effekt. Du freust dich umso mehr, wenn du es dann gehabt hast. Darf ich kurz so eine Situation... Das ist halt die Frage, ob man die möchte, ob man der Story sein will und da durch will und das hören will oder ob man für jedes, was man macht, belohnt werden möchte. Und Dark Souls ist aber ja auch so designed, dass es halt... Also, ja, ist ja richtig. Situation, ich hatte irgendwie das gezockt in The Elder Scrolls Online. Bin halt, also ich bin so weggegangen, es war irgendwie um 8 oder so,
Und, und die anderen saßen halt im Wohnzimmer. Und Robin hing an so einer Stelle in Uncharted 4. An dem Boot. An dem Boot, an dem Boot. Am Strand. Genau. Da hingen alle. Ich hab's im Internet recherchiert. So, und ich bin halt weggegangen. Und die waren halt auf ganz schnell. Er wollte es unbedingt schaffen. Und ich bin halt dann später wieder hin. Und es war halt irgendwie, ich glaube, Mitternacht. Und es war halt, 4 Stunden waren das nicht. Das doch, es waren über 4 Stunden. Es waren über 4 Stunden. Auf jeden Fall warst du immer noch nicht fertig oder fast fertig. Also er war auf jeden Fall fertig, aber die Stelle war halt echt hart. Da kommen halt so Sprinter, die halten nicht fest, dann bist du tot, kannst ja nichts machen. Ja, und wenn du, also ich weiß nicht, wenn du jetzt dein Lieblingsspiel schon rausgehauen hast, soll ich meins jetzt auch rausschießen? Mach halt, was du möchtest. Ich hoffe, es wird nicht zu viel Zeit. Also mein Lieblingsspiel, was, wie Herr Drumfeld so schön gesagt, wo mein Gamer-Herz wirklich aufgegangen ist, war jetzt The Witcher 3. Und nochmal gesteigert, nachdem ich quasi so ein bisschen dieses ganze... Also den ganzen Hintergrund, die Bücher quasi dazu mir angehört habe, als Hörbücher und die Kurzgeschichten, das war halt echt mega gut, also auch die Add-ons dazu, die gekommen sind, die DLCs, die halt auch wirklich die ganze Geschichte nochmal schön abrunden, die halt auch einfach, also allein so, wie sich das auf die ganzen Charaktere auch in den Büchern bezieht, wie so viele Charaktere in den Büchern ein Ende bekommen, keine Ahnung, das ist einfach so gut gemacht. Und also es ist halt auch, ich sag mal, so ein Stück, weil, denke ich, hebt es sich ab, weil du halt merkst, dass es ist jetzt halt nicht irgendwie ein DLC, um halt nochmal Content zu liefern, sondern es ist halt ein DLC, um der Geschichte ein gutes Ende zu geben. Ne? Und generell bei dem Spiel, es ist halt irgendwie so ein Spiel, was halt diese ganze Bücherei auch würdigt und nicht irgendwie nur möglichst viel Profit rausschlägt. Also klar, The Witcher 3 ist ein erfolgreiches Spiel und es hat sicherlich auch einiges an Geld verdient, aber das muss ja nicht unbedingt das Schlechte sein. Mhm. Und wenn man sich jetzt eigentlich sehr viele von den aktuellen Titeln so anschaut, wie sie da teilweise irgendwie, weiß ich nicht, Battlefield oder sowas, die halt selbst nach dem Release noch übelst verbuggt sind oder sowas, und wo du dir halt irgendwie, also ich weiß nicht, es gab irgend so ein Spiel, kam noch jetzt raus, wo du dir halt das Ende in dem DLC kaufen musst. Habe ich hier bei David auf dem Kanal gesehen. Ja. Sowas. Weißt du, wenn du dir, weißt du, und dann ist es auch einfach mal angenehm, so ein Spiel dazwischen zu haben, was halt wirklich sich Zeit lässt, was da eine gute, ja, ich glaube, das generelle Grundding ist halt, dass der Entwickler halt aus relativ, also die haben sich halt mit der Serie, sind die halt mitgewachsen, und ja, die Sache ist, dass die halt wirklich einfach nur aus Wurzeln kommen, denen geht es halt wirklich nur darum, ein richtig, richtig gutes Spiel zu produzieren. Genau, die sind ja aus Polen. Genau, von der Chefetage bis zu dem, bis zu den letzten. Von der Chefetage bis zum letzten Designer sind die halt alle einfach nur dran, drauf und dran, ja, gute Spiele, ja, zu produzieren. Ja, die wollen das halt auch wieder gut machen, dass sie uns invaded haben damals. Ja, eben. Und ja, da ist es halt aber auch wirklich nicht so, dass da halt ein Publisher dahinter steckt, der irgendwie Druck gibt, genau, sondern dass die sich hier komplett eigens tempo. Deswegen bin ich auch richtig, richtig hyped für Cyberpunk 2077 oder so, was, ja, ist das? Das ist halt auch von, oh, das ist nicht vor 5 Jahren angekündigt. Ja, ja, aber das ist halt auch von Project Dead, die lassen sich halt Zeit. Ja, es ist doch besser, wenn sie merken, das Spiel ist noch nicht fertig, okay, dann... Nee, das ist ja okay, ich also hab das nur schon wieder völlig vergessen, ja, ich hab den Trailer. Und ich weiß zum Beispiel, dass Robin da sehr, eine eher abneigende Haltung gegenüber dem Spiel hat. Das stimmt nicht, das hat sich so etabliert, zumindest als Running Gag kommuniziert er das seit einem Jahr so. Ich habe nur gesagt, Dragon's Dogma ist meiner Meinung nach das bessere Spiel. Ja, also in The Witcher kann man nicht an irgendwelchen krassen Gegnern hochklettern, aber... Du hast halt echt einen Haufen Sachen, die halt einfach sehr, sag ich mal, flexibel sind. Und dieses, was du zum Beispiel beschrieben hast, dass du halt mitten in der Nacht irgendwo in der Wildnis bist. Ich habe halt auch immer ganz schön Muffes rausbekommen. Ich gesehen habe, die Sonne geht unter und... Ich aber hab, das ist ja, weil du kein guter Spieler bist. Wieso? Ich bin... Aha, schon sagen, wir wollen jetzt hier nicht in Haten. Nee, ist okay. Ich fühle mich doch. Und du kannst gut halt auch ziemlich viel machen. Also du kannst auch deinen Charakter in ziemlich viele Richtungen entwickeln. Ja, das ist doch gut und schön. Ich werde das früher oder später. Ich habe das noch nicht gespielt. Also ich habe schon reingespielt, aber auch nur bis wo auch immer er hin ist, bis zu dieser Stadt. Ja, man muss dem Spiel halt ein bisschen Zeit geben. Ja, die Zeit will ich das ihm halt gar so nicht geben. Das ist ja auch so ein Ding. Ja, klar. Und du hast halt auch so ein bisschen, was ich finde, dieses... also es baut halt Atmosphäre auf. Und wenn dann zum Beispiel gewisse Leute 25 Minuten Video darüber machen, wie sie einfach nur hart das Spiel abusen, ist halt klar, dass da nicht viel mehr rumkommt. Das war meine Let's-Play-Persona. Das war nicht ich. Das ist ja richtig. Aber wenn das dein erster Eindruck von dem Spiel ist, oh, ich schlage hier 25 Minuten lang auf irgendwelche Bude ein und sterbe halt immer, ist halt klar, dass es nicht sehr erfreulich ist. Das Spiel ist bestimmt gut, das hat ja auch zulänglich Lob erhalten von allen Seiten, Auszeichnungen ohne Ende. Das stimmt, es hat viele Auszeichnungen. Aber es gibt ja trotzdem manchmal Sachen, die vielleicht nicht so ganz zünden, auch wenn das gut ist. Ja klar, eben. Also so.
Nochmal zurück zu dem. Das sind ungefähr noch 6 Minuten Speicher übrigens. Okay, also dann noch ganz schnell, dann machen wir jetzt das Lieblingsspiel durch. Zu dem, was du gesagt hattest mit dem Schweren, dass man dann diese krassen Aha-Erlebnisse hat. Ja. Für mich ist das, ich glaube, deswegen. Kleinkinder haben auch so oh richtig Gott. Schwere Aha. Ey, wir haben 6 Minuten Speicher noch! Und du verschwendest die Person flachwitz! Echt mal. Ja, so. Es geht darum, dass bei mir, glaube ich, diese Sachen wie aus diesem Frust raus, dass man dann das endlich schafft. Deswegen mag ich, glaube ich, Rätselspiele so, weil das ist so, dass es nicht aus so einem 20.000 Mal versuchen, den Gegner zu besiegen und dann zu schaffen, sondern es ist so aus das diesem. Ist es bei dir auch so, dass du Rätselspiele mit ins Bett nimmst? Was? Nur wenn ich verhüte. Ja. Ich will sagen, gehst in die Stadt und hast dieses Rätsel immer. Ja, aber also das ist auch Mechanismus. So. Ne? Das hatte ich bei Mirror's Edge zum Beispiel auch oder bei Assassin's Creed. Du überlegst und denkst, dann kommst du nach Hause und denkst, ah, das ist eine gute Idee, ich gehe jetzt nach Hause und probiere das mal aus. Ja. Das kenne ich auf jeden Fall. Richtig, richtig klasse. Ja. Ja. Aber um da zu meinem absoluten Lieblingsspiel in dieser Hinsicht und eigentlich auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele generell zu kommen, eigentlich das Lieblingsspiel, glaube ich. Portal, weil das irgendwie so, ja. Es hat so diese eine Mechanik, genau wie bei Swapper. Das ist halt so eine Mechanik, die aber halt so genial ist und die sich halt einfach immer, echt? Ach so, ja stimmt. Und die sich einfach nicht aufbraucht und die einfach, wo sie halt nicht nur das, wo sie das halt gezeigt hat, dass es auch innerhalb von so einer Welt funktioniert. Also es ist nicht nur so, dass es die Mechanik gibt und dass dadurch Rätsel gemacht ist, sondern Portal 2 hat halt einfach auch eine gute Story, hat eine runde Welt erschaffen und hat Humor und das ist einfach so mein... Ja, Humor im Spiel ist so gut. Ja. Wenn so ein Spiel so ein bisschen, das ist, ich finde das so angenehm. Ich fasse noch mal ganz kurz, weil es 3 Minuten sind, die letzten zusammen bei mir. Final Fantasy X hat wahrscheinlich auch keiner von euch gespielt. Mhm. Story, habe am Ende geweint, war wahrscheinlich aber auch, weil ich jung war. Ist natürlich schon Kitsch, muss man sich darauf einlassen, aber ich mag auch JRPGs. Das ist mit dem Lachen, ne? Dass das mit dem Ha, 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 oder das ist nicht so peinlich, wie Leute denken. Das muss man nur verstehen. Half-Life 2 ist ja auch drin in der Orange Box. Kauft euch die, wenn ihr das noch gar nicht gespielt habt. Portal oder Half-Life 2 ist für mich der beste Shooter, weil er hat Story, er hat Abwechslung, er hat auch diese Mechanik mit der Gravity Gun. Ja. Mega gutes Ding. Metal Gear Solid 3, mein absolutes Spiel hier oben. Ne? Story mega gut. Ihr könnt damit auch anfangen, wenn ihr die Serie noch nicht gespielt habt, weil es chronologisch das allererste ist. Ist halt sehr abgedreht und es ist echt so ein Endgegnerkampf, der geil ist nach dem nächsten. Und im Dschungel, wer das Setting mag, wird es lieben. Und das Letzte, was ich noch erwähnen wollen würde, was so ungefähr auf meinem Platz 4 ist, was wir vielleicht alle gespielt oder zumindest kennen, ist The Last of Us. Ja. Das ist auch so das Neueste von all meinen Spielen in dieser Liste, was das da rein ist kritisch gut, hat. Ja. Das ist halt die Story unfassbar. Die Story ist unfassbar gut, das Voice Acting ist unfassbar das gut. Das macht nichts falsch, dieses Game. Ja, das hat halt auch einfach die Uncharted-Formel, die ich schon gut fand, natürlich total flach. Hat es aber einfach. Und ich mag halt auch diese Schleichspiele, Metal Gear Solid und so, Second Sight ist auch ein Schleichspiel. Wenn du keinen Bock mehr auf Schleichen hast, kommt dann ein Part, wo du nicht mehr schleichen musst. Ja. Es ist wirklich. Ja. Macht so viel richtig. Es ist aber auch, es und dann hat man keinen Bock mehr gegen Zombies zu kämpfen, dann muss man wieder gegen böse Menschen kämpfen, und da keinen Bock mehr wieder zu. Es ist die Abwechslung. Gibt's auch ein gutes Video von demselben Typen, den ich vorhin gesagt habe. Das heißt irgendwie Everything The Last of Us Gets Right oder so. Das ist alles richtig gut ausgeführt. Dann müssen wir eigentlich nichts mehr sagen. So, dann mein Lieblingsspiel noch. Hier, Burnout Paradise. Bestes Rennspiel ever, auch die Crash-Modelle von den Autos, einfach wenn du gegen eine Wand fährst und das schieben sich die Räder und der Motor raus und das Ding ist ja Burnout. Und Burnout, ja Flatout ist ähnlich und du machst einfach die, und da gibt's halt diese Rennen, wo du einfach nur andere Autos kaputt machen musst und es ist jedes Mal wieder befriedigend. Ja, das ist und geil. Während du Rennen fährst, kannst du dich auch kaputt machen, nur um Erster zu werden. Oh, das ist einfach cool. Richtig... Richtig befriedigend gut. Befriedigt ein niederes menschliches Bedürfnis. Und die Sache ist, es gibt bis heute kein Rennspiel, was genauso gut ist. Es gibt zwar die Most Wanted Sachen, die auch in der Open World sind, aber diese Open World ist einfach so genial, weil es gibt diese Zäune, es gibt die Plattformen und es ist halt einfach alles, greift alles ineinander. Und da du immer die gleichen Ziele hast und Anfangsstart, kennst du irgendwie diese Stadt irgendwann wirklich und folgst nicht nur so den Start- und Zielpunkt, sondern das ist ja, es gibt ja keine, wie in Most Wanted oder in diesen ganzen Need for Speeds, wo das dann abgeblockt wird, sondern du hast einfach die Stadt und du fährst deinen Weg. Und irgendwann kennst du diese Stadt und das ist das Geile an dem Ding. Irgendwann kannst du die Stadt für dich nutzen. Mein Lieblingsrennspiel ist Need for Speed Underground 2. Was? So, das nächste Mal machen wir das mit einer besseren Live-Regie. Björn, hast du gut gemacht, aber es ist halt jetzt schade, dass die Kamera voll ist. Na, das lässt sich ein bisschen schlecht koordinieren. Ist vorbei? Wir haben euch lieb.
The Beginner's Guide, kann man nichts zu sagen, muss man spielen, ist Kunst in Spielform. Interpretationsfreiraum, unglaublich. Ja. Kann man nichts.